Hallo meine Thai-Freunde, ich habe heute was Neues gelesen. In Thailand gibt es ja viele Wanderarbeiter aus Myanmar und Kambodscha, Laos und viele arbeiten in Thailand illegal. Und jetzt will die Regierung das so machen, dass sie jetzt legal arbeiten dürfen. Die wollen auch mit einem Visum runtergehen, dass sie nicht mehr 2000 bezahlen, sondern 500 Baht. Was hält ihr davon? Ich finde es eine Seite gut, aber auf andere Seite nicht gut. Die aus Europa kommen, die zahlen immer, muss Geld auf hinterlegen und so. Und bei Wanderarbeiter dann nicht und so für ein Visum. Die brauchen das Geld nicht hinterlegen. Okay, die sind ja arm. Und ich bin mal so sagen, die heutzutage kämpft ja jeder Land um Tourismus. Thailand genauso. Die haben das innerhalb von 2,5 Jahren so runtergewirtschaftet, dass viele auch arbeitslos sind. Aber die Wanderarbeiter arbeiten ja, die arbeiten so mehr auf dem Bau, auf dem Felder und machen ja andere Arbeiten, was Thailänder machen, nicht machen. Das ist genauso wie in Europa. Jedes Land braucht Ausländer oder Billigarbeitskräfte. Und ich finde schon mal einen Fortschritt, was sie gemacht haben. Aber die machen das immer noch so, dass nicht so viele Ausländer oder illegale Arbeiter reinkommen. Jeder soll auch eine Chance kriegen. Aber die müssen auch ein bisschen denn ändern, zumindest Gesetze, die Leute, die hier einwandern und die das Geld mitbringen, so wie Rentner und die schon hier länger leben oder die verheiratet sind, da muss der Staat auch was tun. Weil die Rente ist nie sicher, nie, auch wenn du Rentner bist. Wenn nichts da ist, kannst du nichts bekommen. Und immer das Geld auf dem Sparbuch verliert an Wert. Als Rentner lohnt sich gar nicht zu sparen. Ein Rentner hat alles, der braucht das nicht und so. Der fängt schon automatisch an zu sparen, weil er zu Ende geht mit seinem Leben. Das sehe ich bei meinen Eltern, das sehe ich bei mir. Vorher war mir das Geld knapp in jungen Jahren. Okay, da habe ich auch gespart und hart gearbeitet. Und am Ende, was hast du davon? Geld, aber keine Freude mehr im Leben, weil du alles hat schon. Das ist das. Und ich will ja nur noch meine letzte Zeit hier so leben. Ich hoffe, dass ich ungefähr noch gut 20 Jahre lebe. Dann habe ich meine Rente auch genossen. Und auch mit meinem Haus habe ich dann auch genossen, was ich jetzt gebaut habe und so. Ja, was meint ihr denn dazu? Schreibt mir mal was in den Kommentar rein. Und Dankeschön für die, dass ihr zuhört. Auf Wiedersehen.